Liebe Freunde von Lern das Lieblingen, ich glaube, fast alle Kinder kennen die Geschichten von Sams. Und in dem Zusammenhang kennen sie natürlich auch den Namen Paul Ma. Also, wie gesagt, fast alle Kinder kennen das Sams, aber kennen auch viele Kinder Herrn Bello. Und ich fürchte, dass Herr Bello nicht ganz so bekannt ist wie das Sams. Und das ist echt nicht in Ordnung. Also, ich finde, alle Kinder sollten auch Herrn Bello kennenlernen. Herr Bello ist, ach, wenn ich immer sage, mein persönliches Lieblingsbuch, dann ist es natürlich völlig untertrieben und gleichzeitig übertrieben, weil es gibt einige Lieblingsbücher, also eben Lern das Lieblinge. Aber Herr Bello ist wirklich eine ganz köstliche Zeitgeschichte und es geht um den größten Wunsch, den viele Kinder haben, nämlich, dass man einen eigenen Hund besitzen darf. Ja, und Held dieser Geschichten ist übrigens gar nicht nur Herr Bello, sondern auch Max. Und Max ist ein Junge in den besten Jahren und der wünscht sich einen Hund. Aber wie es dazu kommt, dass er einen kriegt, das soll jetzt Bernhard Petermann vorlesen. Wenn damals nicht diese alte Frau in Papas Apotheke gekommen wäre, dann wäre uns viel Aufregung erspart geblieben. Auch Edgar. Das klingt jetzt fast so, als wollte ich sagen, dass uns dann auch Edgar erspart geblieben wäre. Also das meine ich natürlich nicht. Obwohl Edgar einem ganz schön auf die Nerven gehen kann mit seinen ständigen Messungen, Tabellen, Listen. Meine Größe zum Beispiel misst er jedes Mal, wenn ich ihn zusammen mit Papa auf seinem Bauernhof besuche. Dann trägt er das Ergebnis als Punkt in einer Tabelle ein und verbindet die einzelnen Punkte mit einer roten Linie. So kann er mein Wachstum exakt verfolgen, sagt er. Weiß nicht, wozu das gut sein soll, dass ich jedes Tag ein bisschen größer bin, kann ich auch an meinen Hosen sehen. Die vom vergangenen Jahr gehen mir nur noch bis an die Knöchel. Außerdem soll ich nicht Edgar zu ihm sagen, obwohl er doch so heißt. Er verbessert mich dann immer. Max, mein Name ist Herr Edgar. Aber eigentlich ist Herr Edgar recht nett. Er ist ja auch der beste Freund von Papa. Und wenn diese merkwürdige alte Frau nicht in die Apotheke gekommen wäre, dann hätten wir auch Herrn Bello nie kennengelernt und das wäre nun wirklich sehr, sehr schade gewesen. Also war es letztlich gut, dass sie uns diesen Saft gebracht hat. Vielleicht sollte ich mit meiner Geschichte weiter vorne anfangen. Verena behauptet immer, dass man Geschichten am besten mit dem Anfang beginnt und nicht mit dem Schluss. Also, Verena Lichtblau kommt allerdings auch erst später dran, also gehe ich noch weiter zurück. So richtig los ging es, als Papa mir zum 12. Geburtstag einen Hund geschenkt hat. Als ich ihm sagte, dass ich mir einen Hund wünsche, hat er geantwortet: Unmöglich! Hund in einer Apotheke, das ist unhygienisch, das geht nicht. Papa ist nämlich Apotheker. Uns gehört die Sternheimsche Apotheke in der Löwengasse. Ich habe gesagt, der Hund muss ja niemals in die Apotheke kommen. Ich behalte ihn oben in der Wohnung. Papa hat nur den Kopf geschüttelt. Max, ein Hund braucht Auslauf oben in der Wohnung. Wie stellst du dir denn das vor? Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, meinte ich. Da hat er wieder den Kopf geschüttelt. Ich habe der dicken Frau Lissenko, die bei uns schon seit 20 Jahren die Wohnung und die Apotheke putzt, erklärt, wie gerne ich einen Hund hätte und dass Papa mir keinen erlaubt. Da sagte sie, lass mich mal mit deinem Vater reden. Vielleicht kriege ich ihn rum. Das wäre dann mein Abschiedsgeschenk an dich. Nächste Woche gehe ich ja in Rente und dann ist Schluss mit Putzen. Sie hat dann tatsächlich mit ihm gesprochen und zu ihm gesagt, dass der Junge, also ich, doch so oft alleine oben in der Wohnung sei, während sein alleinerziehender Vater, also Papa, unten im Hinterzimmer der Apotheke irgendwelche übelriechenden Flüssigkeiten zusammenkippt, die dann die Farbe ändern und anfangen zu rauchen. Papa sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss wegen der Flüssigkeiten, er habe nur ein Düngemittel für seinen Freund Edgar entwickelt, genauer gesagt für dessen Wiesen und Felder.
Frau Lissenko sagte, sie spricht nicht von der Flüssigkeit, sondern von seinem Sohn Max. Der sei ohne Mutter ziemlich einsam und das Einzige, was da helfen könnte, sei ein Haustier und am besten ein Hund. Ich fühlte mich zwar kein bisschen einsam, aber habe nicht widersprochen und versuchte, einen möglichst einsamen Gesichtsausdruck hinzukriegen. Frau Lissenko hatte dabei Papa einen wunden Punkt getroffen. Das merkte ich sofort. Wenn man nämlich Mama erwähnt und andeutet, dass Papa vielleicht kein guter Vater ist, dann wird er ganz niedergeschlagen. Ja, liebe Freunde, das ist der Anfang der Geschichte von Herrn Bellow. Und vielleicht haben einige das gesehen. Ich werde ja immer gefragt, wer Leander eigentlich war. Tja, ganz einfach. Mein erster Kater, der immer so gerne zugehört hat, wenn ich laut vorgelesen habe. Die Texte von Paul Maar kann man wunderbar laut vorlesen, weil sie sprachlich einfach unglaublich vielschichtig und differenziert sind. Und deshalb soll es noch einen zweiten Film geben über Herrn Bellow. Und zwar die Geschichte, in der es darum geht, wie Herr Bellow ein Mönch wird. Was ist das, ein Mönch? Ja, genau, darum geht es im nächsten Film. Viel Freude.